Ja, halli, hallo und Hallöchen und willkommen zurück zu Sid Meier's Pirates in einer neuen Aufnahmesession. Diesmal habe ich wieder mal keine Ahnung, was wir machen wollten. Wir laden erstmal Speicherplatz 5, dürfte korrekt sein. Wir sind immer noch für die Holländer unterwegs, daran erinnere ich mich. Ja, Flottenstatus ist ganz gut soweit. Würde ich mal behaupten. Aufgaben. Wir müssen unsere Tante finden. Wir müssen eine Mon Talaban finden. Wir müssen eine verschollene Stadt der Inkas finden. Dafür müssen wir noch ein paar Mächteleien anfangen. Der Schatz von Blackbeard steht uns auch noch bevor. Aber ich würde sagen, als erstes hat jetzt mal der Mon Talaban Priorität. Und wir haben gar keine Informationen über den. Henry Morgan, den haben wir auch noch, der sitzt da drüben. Die Tante, haben wir nur ein Kartenstück. Da haben wir auch noch ein Kartenstück. Also wir haben momentan gar keine Informationen. Wir haben gerade San Juan für die Holländer eingenommen, wenn ich das richtig sehe. Und mir wurde gesagt, dass der Mauszeiger nicht richtig sitzt. Das liegt natürlich daran, dass das Spiel älter ist und nicht die richtige Auflösung hat. Und ein bisschen an den Bildschirm gestreckt wird. Also seht es mir nach, wenn ab und zu die Maus nicht stimmt. Momentan sieht es so aus, als würde es stimmen, aber es kann passieren, dass es im Laufe des Spiels sich ändert. Aber da es beim Spiel sowieso nicht darauf ankommt, wo man hinklickt, da man auch alles mit einem Numblock spielen kann, was ich mittlerweile auch größtenteils zumindest in den Gefechten mache oder beim Tanzen. Gut, hier klicke ich jetzt immer noch so rum, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber trotzdem vielen Dank für die Info. Und wir starten mal, indem wir uns die Karte angucken. Wir arbeiten für die Holländer. Und wollen bei den Holländern natürlich Herzog werden. Ich würde sagen, wir haben noch zwei Städte überfallen, haben wir das auch. Und deswegen würde ich sagen, wir. Der Domingo haben wir auch schon eingenommen für die Holländer. Mit den Engländern wollten wir uns nicht allzu arg anlegen. Ein bisschen mehr mit den Spaniern. Wir haben aber kaum Leute, wir haben gerade die Beute geteilt. Genau, wir haben gerade die Beute geteilt. Wir werden dementsprechend dann. Dementsprechend suchen wir uns eine Stadt raus. Die sind schon alle holländisch, ey. Da unten könnten wir auch mal viel machen. Also hier gibt es ja viele, viele spanische Städte. Dann heuern wir jetzt ein paar Leute an, fahren hier mal so ein bisschen lang. Und werden es dann gegen die Spanier behaupten. San Juan brauchen wir jetzt gar nicht rein, da kommen wir gerade her. Da gehe ich fest von aus, dass ich das gemacht habe. Ah, wäre eine kleine Idee. Jawohl, Herr Bürgermeister. Oh, das ist ja toll. Ach so, ich soll nicht so schnell wegklicken. Es tut mir natürlich leid. Ich kenne die Texte schon, viele kennen die Texte noch nicht. Allerdings sind es sehr häufig dieselben Texte. Und deswegen klicke ich die dann meistens einfach weg. Also der wollte jetzt eskortiert werden von uns. Beziehungsweise er hat uns gesagt, dass er jetzt irgendwo hinfährt. Mir sind erstaunliche Neuigkeiten über eure Familie zu Ohren gekommen, die ich euch für 1000 Gold verraten werde. Gerne erzählt mir mehr. Ich glaube, ihr habt eine Tante, die seit vielen Jahren vermisst wird. Der niederträchtige spanische Baron Raimundo hat Informationen, die für euch von großem Wert sind. Er versteckt sich zurzeit in Gibraltar. Das werde ich ins Logbuch eintragen. Ihr wollt eh nach da unten. Da fahren wir am besten direkt nach unten, ohne vorher eine Rekrutierungstour zu machen. Sardine, es wird euch vielleicht interessieren, dass Baron Raimundo pfeilschnell im Duell zustoßen kann. Ja, wunderbar. Der Schiffbauer in St. Martin kann euer Schiff mit einer Kupferpanzerung ausrüsten, wenn ihr wollt. Euer Schiff kann dadurch schneller werden. Ja, das ist ja krass. Unserem Schiff geht's gut, aber wir haben noch keine Kupferpanzerung. Siehste mal, wir haben eine Baumwollsegel, Eisensparren, Kettengeschosse und Bronzekanonen. Dann würde ich sagen, wir segeln davon. Und wir eskortieren natürlich keinen spanischen Gouverneur, wir arbeiten für die Holländer, soweit kommt's noch. Deswegen greifen wir den einfach mal an. Das noch in seinem Heimathafen. Und das war total verkackt, gerade der Schuss. Naja. Auf geht's, entern! Ui, ist gerade ein Geschütz zerstört, wenn ich es richtig sehe. Wir wählen den Rapier. Und gucken mal, wie das nach dem Beuteteilen jetzt so aussieht mit dem Kampf. Warum geht der Numblock nicht?
Jetzt muss ich doch klicken. Ja, jetzt ist aber die Maus richtig, zumindest bei mir hier. Im Aufnahmefenster. Ach, herrje, ach, herrje. Pieks. Platsch. Sieg! Ein Fechthemd, damit ich schnell bleibe und dann so eine fette Rüstung rüberziehen. Dünn. Die Kanone hätte ich gern wieder. Und das Essen. Den Rest könnt ihr versenken. Was mich jetzt ein bisschen wundert, der Numblock geht nicht. Jetzt geht er. Jetzt, wenn ich den Numblock ausmache, geht er. Okay. Mysteriös. Er geht direkt wieder aus. Okay, er funktioniert aber. Okay. Das hat mich gerade etwas verwirrt. Der Numblock einfach so nicht funktioniert hat. Natürlich nicht optimal im Kampf. 64 Ruhmpunkte, das ist bestimmt super. Können wir mal checken, ob wir auf dem richtigen Kurs sind. Und jetzt werden wir ein weiteres Teil der Karte zu unserer geliebten Tante finden. Und dann haben wir schon fast unsere gesamte Familie vereint. Obwohl, der Vater fehlt noch. Da unten ist er. Bleib stehen. Niederträchtiger Baron Raimondo. Komm her. Böse, Ausrufezeichen. Komm her, Baron Raimondo. Ach, herrje. Toll, gegen den Wind. Ah, ja, das kracht. Bei dem aber auch ordentlich. Ach du Scheiße. Ja komm, enter. Enter, jawohl. Die ganzen Segel zerstört. Und wir wählen wieder den Rapier, einfach weil es die beste Waffe ist. Der niederträchtige Baron Raimondo kommt aus seinem Versteck unter Deck hervor. Endlich habe ich mich gefunden. Das ist gut, das haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Also, komplett vorlesen muss ja dann doch nicht sein. Aber zumindest bei den Gegenständen und so und bei den Informationen werde ich besser drauf achten. Pam, einmal in die Fresse. Und dann einmal nach unten, nochmal einmal in die Fresse. Boom, und vorbei. Ja, wir sind der wahre Meister des Schwertkampfes. Und wir bekommen das nächste Teil der Karte. Umgebung von... Natürlich braucht man trotzdem die ganze Karte, auch wenn man sie schon zusammenreimen könnte. Die Leute nehmen natürlich gerne das Schiff auch, das verkaufen wir, das ist klar. Jetzt drehen wir erstmal um. Obwohl, in Curaçao könnten wir uns gut Leute holen. In Maracaibo auch. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Wir nehmen hier unten diese kleinen spanischen Örtchen ein. Ja, sind schon Städte. Oh Gott. Na, da kommt hier nochmal. Oh, ein neuer Gouverneur. Der wird hier sogar mit einer Brick transportiert. Edel, edel. Wir reden mit dem Bürgermeister. Ich werde zum neuen Gouverneur von Santo Domingo ernannt. Ich habe Großes vor, was das wirtschaftliche Wachstum angeht, Sardine. Ich gehe davon aus, dass ihr auf mein Schiff Acht geben werdet, während ich mich meiner neuen Aufgabe widme. Nee, da kommen wir gerade her, da wollen wir nicht wieder hin. Wir werden aber die Schenke aufsuchen und hier mal gucken. Erstaunliche Neuigkeiten über unsere Familie zu Ohren gekommen für 1000 Gold. Na komm. Ja, das ist genau das gleiche, was wir eben schon mal hatten. Und der segelt da oben rum. Gut, das ist uns jetzt erstmal egal. Wir haben ein neues Teil bekommen. Ja, der ist auf seiner Kriegsgaleone Mercedes unterwegs, die wir schon mehrfach versenkt haben. Ne, Mannschaftsmitglieder und Hängematten. Okay, das stimmt.
Der Schiffsbauer in Maracaibo kann euer Schiff mit 3er-Hängematten ausrüsten, wenn ihr wollt. Ihr Schiff kann noch mehr Mannschaftsmitglieder aufnehmen in Maracaibo. Das wäre natürlich sehr nett. Reparieren wäre erstmal das Beste, damit wir schnell nach Curaçao kommen. Das ist ja auch gratis, das Reparieren. Und dann segeln wir davon. Aber den Gouverneur werden wir nicht eskortieren. Ja, hier wird er mit einer Brig eskortiert und hier nur mit so einem kleinen Pudelschiff. Wo ist denn Maracaibo? Ah ne, Maracaibo ist ja da unten. Oh, da könnten wir sogar tatsächlich hin. Aber erstmal nach Curaçao. Und hoffen, dass wir eine Beförderung kriegen, obwohl ich es fast nicht glaube. Gegen den Wind zu schippern ist das Schlimmste, was man machen kann, wirklich. Neuer Gouverneur. Obwohl das schon eine sehr wohlhabende Hauptstadt ist. Wir möchten natürlich erstmal mit dem Gouverneur reden. Mein lieber Graf Sardinien, trete doch bitte ein. Wir liegen im Krieg mit den Spaniern, Engländern und Franzosen, also mit jedem. Nee, danke. Ich möchte nicht tanzen. Oder eigentlich eine Beförderung, aber naja. Suchen wir mal die Schenke auf. Feiern die Leute an. Gucken mal. Informationen über Cartagena. Gern, erzählt mir mehr. Über die Preise, Bevölkerung, wie viele Soldaten es gibt. Die könnte ich eigentlich auch mal vorlesen, die habe ich bisher nicht vorgelesen. Cartagena ist eine blühende spanische Hauptstadt. In der Stadt lebt eine Bevölkerung von 13.200 Händlern. Die Stadtgarnison besteht aus 500 Soldaten. Die Händler machen in der Regel nur mit angesehenen spanischen Kaufleuten Geschäfte. Der Schiffsbauer bietet euch Kettengeschosse an. Die Tochter des Gouverneurs ist recht unscheinbar. Im Gegensatz zu dieser Bardame hier. Man munkelt, dass die Spanier eine Belohnung von 7.000 Goldstücken auf euren Kopf ausgesetzt haben. Das soll schon vorkommen. Ja, Maracaibo, 3er-Hängematte, davon habe ich auch schon gehört. Gut, dann gehen wir mal zu den Händlern. Und die kennen erstmal wieder überschüssige Geschütze. So. Ich kann sogar noch ein bisschen mehr abladen. 90 Tonnen, so. Schiffbauer. Und verkaufen. Und wieder ein bisschen Gold. Und dann segeln wir doch mal davon. 150 Leute mehr passen eh nicht auf das Schiff drauf. Aber wir hetzen natürlich mal hier gleich noch die Eingeborenen, die hier wohnen. Auf Caracas. Falls das geht. Unsere Krieger werden die Anwesenheit der europäischen Kolonisten überdrüssig. Unser Kriegskanu ist bereit. Welche Stadt ist schwach und reif dazu, zerstört zu werden? Nee, Guadeloupe, nee. Okay. Ich hoffe, wir haben sie auf eine spanische Stadt gehetzt. Und dann segeln wir mal davon. Auf dem Weg dahin können wir noch eine spanische Handelsgaleone mitnehmen. Wird nicht schaden, wir müssen eh warten, bis die Eingeborenen... ich will nichts mit dem Kriegskanu, jetzt mal wirklich. Das Kriegskanu ist mir recht herzlich egal. Ich möchte nur in Spanien ihr Gold abluchsen und ihr Geschmeide. Jawohl. Die Schiffe stoßen mit einem lauten Krachen gegeneinander. Die entmutigte Besatzung gibt schnell auf. Ein bescheidenes Häufchen Gold und Beute wartet darauf, von euch erbeutet zu werden. Eine kluge Entscheidung. Wir müssen natürlich alles mitnehmen, damit wir es verkaufen können. Und fahren. Was machen denn die Freibeuter, ey? Oh, die fangen wirklich die... Oh, die Freibeuter fangen die Ureinwohner ab. Wie unnötig. Wir gehen zum Schiffbauer. Achso, wir müssen erst verkaufen, ne? Erstmal mit dem Gouverneur reden, immerhin war es ein spanisches Schiff. Im Brügel.
Rückzug anreden. Also er hat es wenigstens diesmal wahrgenommen, dass wir das gemacht haben. Dann verticken wir doch mal den Zucker. Ein Geschütz und wieder Nahrung ohne Ende. Ich glaube, so war es. Ah, doch nicht. 10 Tonnen können wir noch verkaufen. Ich meine, das sind 80 Gold. Die lassen wir jetzt nicht liegen. In der Schenke sind neue Leute. Ach, wir haben eh keinen Platz mehr. Dann gehen wir wieder. Aber der Herr hier hinten. In Cartagena leben 2600 Händler, 240 Soldaten, Kupferpanzerung. Alles, was man so ein bisschen braucht. Eine Flotte mit Gold ist unterwegs hierher. Und die Tochter von Maracaibo ist eine echte Schönheit. Da könnten wir auch mal einen Besuch abstatten. Immerhin brauchen wir noch eine Karte. Das machen wir auch auf dem Weg. Aber erstmal. Oh Mann, die haben wirklich die Piratenschiffe. Die. Englisches Kaperschiff gegen die Piraten, ne? Komm schon. Naja. Oh, toll. Ist nicht mal angekommen. Naja, 150 Leute werden schon reichen. Jawohl. Wir greifen die Stadt an. Es reichte gerade noch so. Für ein. Was ist das für eine Startposition? Ist mal ehrlich. Nehmen wir die hier. Und zu beginnen die Schlacht. Decken uns natürlich ein bisschen. Ihr könnt mal gucken, ob ihr euch so rumschleichen könnt. Ihr werdet weiter nach vorne rücken. Bukaniere in Deckung. Kommt mal raus und geht ein bisschen weiter nach vorne. Also wir haben 50 Männer mehr, was 50% entspricht. Das ist schon ganz gut. So sind wir sogar schneller, wenn wir den Dschungel einfach umgehen. Bin aber auch echt gut, ne? Na, putzig. Jetzt mal die Wachen weg. Wunderbar, welches. Ja, ist schon ganz gut, wenn wir hier angreifen. Sind zwar in Deckung, aber sind alle in Deckung. Die werden wir schon mal nach hier oben schieben, aber vielleicht können die Bunkaniere noch draufschießen. Können wir jetzt bestimmt schießen, oder? Dann Feuer. Das hilft natürlich unseren Einheiten enorm. Ihr schießt auf die, die eh schon angekratzt sind. Wir müssen noch ein paar Städte erobern in der Gegend, deswegen brauchen wir noch ein paar Truppen. Hier rückt mal eins vor. Jetzt haben alle Bukaniere geschossen, wenn ich das richtig sehe. Und ihr nehmt euch den hier an. Was? Wir waren in der Überzahl und... Boah, gibt's ja nicht. Wurden die echt so hart getroffen, die Piraten schon? Die haben gerade Piraten abgewehrt. Boah. Und dafür können wir jetzt hier flankieren, oder? Jawohl. Beide auch noch flankieren, das ist super. Nämlich die hier rausnehmen und dann flankieren. Alles gar kein Problem. Ihr schießt einfach mal fröhlich drauf. Gut. Euch bräuchte ich eigentlich gar nicht mehr, weil ich glaube, hier sind keine Gegner mehr. Und ihr flankiert auch einfach mal. Und
4000 Gold und natürlich ein holländischer Bürger. Und da reden wir auch gleich mal mit dem Gouverneur. Ja, im Krieg mit jedem. Und wir haben einen holländischen Gouverneur in Puta Cabello eingesetzt, das ist der nette Herr selbst, und eine Handelsgaleone gekapert. Und dafür werden wir auch zum Marquis befördert. Noch der Herzog, dann haben wir es. Und wir bekommen jetzt mehr Waren. Also wir können jetzt mehr Waren verkaufen in den holländischen... Städten. Und nur 100 Morgen Land dazu, also bedeutet, wir haben gar nicht so viel über gehabt jetzt, weil das, was über ist, bis zur nächsten Beförderung, kommt man immer als Land geschenkt. Uiuiuiui. Ach herrje, wenn uns so eine schöne Dame bittet, da können wir ja eigentlich nur annehmen. Oh Gott, das wird knifflig. Oh Gott. Ich werde jetzt etwas leiser sein, weil ich mich hier wirklich sehr konzentriert auf diese Handbewegungen zu achten und nebenbei auf dem Numblock die Sachen zu drücken. Zum Glück haben wir diese Stiefel, ich habe mich gerade schon ein paar Mal vertippt, aber die Stiefel haben es gerichtet. Oh Gott. Zum Glück sind das meistens Muster. Oder noch Tänze, die sind ganz schlimm, da sind das dann irgendwelche Vierfachabfolgen. Oh Gott, genau die meine ich. Oh Gott. Gut, hier kann man wieder ein bisschen gut machen. Lalala. Oh, wunderbar, das ist doch richtig gut geklappt, nur einmal gestolpert. Eieiei, voilà, Mademoiselle. Ah, nee, falsche Sprache. Ich glaube, ihr habt eine Tante, die seit vielen Jahren vermisst wird, der niederträchtige Bauernspar. Ja. Nach Campich. Der hat jetzt eine Kupferpanzerung. Ja, wunderbar. Oh, ich glaube, hier kommen wir nochmal vorbei. Wirklich, wunderschön. Schiffbauer. Feinkörniges Pulver. Größere Reichweite. Machen wir doch sehr gerne. Ja, da waren wir gerade. Und die Schenke aufsuchen. Wir haben natürlich ein paar Leute verloren. Nicht so viele verloren, aber die paar heuen wir noch an. Ein geheimnisvoller Fremder bietet euch für 500 ein weiteres Stück einer geheimen Schatzkarte für den vergrabenen Schatz von Blackbeard an. Das nehme ich doch gerne, warum auch immer die Leute so eine Karte aufgeteilt haben. Santa Marta. Werden wir uns holen. 9000 Gold mittlerweile. Ja, Maracaibo, 3 Hängematten. Kennen wir schon, da wollen wir hin. Setz jetzt erstmal Caracas dran. Wo wollte der hin? Der ist jetzt hier in Campech. Gut, der ist eh weit weg. Das dauert noch, bis wir da hochkommen. Wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? Ich habe mir die Zeit nicht gemerkt, weil wir aufgebrochen sind. Wir sind auch schon Jahre unterwegs mittlerweile. Mal, dass unsere Familie überhaupt noch lebt, wenn wir die jetzt retten. Blühende spanische Hauptstadt, die haben bestimmt mehr Leute. In der Verteidigung. 150 Piraten gegen 280 Soldaten. Das ist schon hart. Aber wir machen es, oder? Das wird ein sehr harter Kampf. Oh Gott. Oh Gott.
da oben in Deckung gehen. Sie nicht direkt auf uns schießen können. Das wird hart. Ja, konnte ich jetzt überhaupt ziehen da hinten? Nein, warum sind die jetzt hingekommen? Shit, shit, shit. Und auch noch Kavallerie. Oh Gott, oh Gott. Das wird nix. Da habe ich mir etwas übernommen. Aber wir flankieren. Wunderbar. Ihr schießt lieber mal auf die, die nicht im Urwald sind. Wir flankieren die von keiner Seite, ne? Und uns flankieren. Greift ihr zu an? Ja, die könnten ja nächsten Runde Schaden machen. Das ist knifflig. Müssen wir aber gewinnen. Umso mehr wir direkt wegräumen können, umso besser. Schießen jetzt auf die, das ist klar, die Wachen werden uns jetzt richtig flankieren. Ach herrje. Die Kavallerie. Die Wachen flankieren uns nicht. Das ist unsere Chance eigentlich. Aber wir werden es trotzdem nicht schaffen. Hier hoch. Und direkt ein Flankenangriff. Er schießt natürlich direkt ab, bitte. Nein. Na, was anderes bleibt ja gar nicht übrig, als da jetzt reinzustürmen, aber wir werden das wahrscheinlich nicht überleben. Uiuiuiui. Doch, doch, wir haben es geschafft, obwohl wir schon einen Kampf hinter uns haben. Okay, ihr schießt die weg. Jetzt können wir vielleicht mit den Piraten. Okay, wir haben Moral, klar. Und Flankenangriff war es angeblich auch noch. Dafür sind jetzt unsere Offiziere weg. Tschüss. Immerhin, ich entkomme immer. Oh, aua. Feuern. Das könnte doch mal was werden. Flankieren können wir die nicht, aber wir könnten sehr viel mehr Höhe angreifen. Ich wollte eigentlich die Indianer angreifen, aber hey. Wir haben sie trotzdem verjagt. Jo, das kriegen wir. Wir werden viele Leute verlieren, aber hey. Wirklich mal ein spannender Kampf. Auf geht's, Feuer frei. Der Moral, aber wir haben mehr Angriff. Könnte unentschieden ausgehen. Na, wir haben gewonnen. Dann Feuer frei. Obwohl wir nur 5 Gruppen hatten, lief das doch ganz gut. Und Feuer frei. Jawohl. Die Stadt gehört uns. Hoffe ich doch mal. Kann natürlich auch gut sein, dass wir nur das Gold kriegen. Die Plünderung von Caracas gibt es eine. Für die Plünderung von Caracas gibt es eine Belohnung von 6.700 Goldstücken. Und leider haben wir die Stadt nicht eingenommen. Und wir können die Schenke aufsuchen, ob es eine spanische Schenke ist. Machen wir das doch mal. Und sammeln ein paar Leute ein, die können wir jetzt nämlich gebrauchen. Informationen zu Tortuga. 40 Soldaten nur in Tortuga.
Seit wann ist Tortuga Englisch? Hab ich das gemacht? Naja. 40 Soldaten auf 2400 Bauern. Billig. 11.000 Gold ist auf unseren Kopf ausgesetzt. Und die Dreierhängematten von Maracaibo, die müssen echt dufte sein. Schiffbauer kann sein Schiff ein bisschen reparieren, weil die wurden ja getroffen beim Angriff auf die Stadt. Mit dem Gouverneur werden wir jetzt nicht reden. Ich glaube, der findet das gar nicht so lustig. Obwohl, komm, was will er machen? Tritt doch bitte ein. Franzosen, Holländern. Neuer Gouverneur in Caracas. Aha, damit haben wir gar nichts zu tun. Ah, eine derartige Beleidigung. Nein, natürlich nicht. Nee, danke. Trete doch mal den Rückzug an. Und dann segel ich davon. Und es ist Zeit für... Ja, genau, ein Schnitt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin.